herzlich willkommen auf meinem Kanal. Natürlich Hannah, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar zu Türchen Nummer 7 meiner Vlogmas-Reihe. Vlogmas? Vlogmas. Ja doch, Türchen Nummer 7. Viel Spaß! Ja, heute würde ich mal sagen, ich habe die 10 beliebtesten Weihnachtsfilme rausgesucht, die, ja, wenn man googelt, kommen die auf jeden Fall. Es sind 10 Stück. Und ich verrate euch, ob ich die angesehen habe oder nicht angesehen habe. Und ihr schreibt es mir am besten in die Kommentare, welche ihr kennt und welche ihr unbedingt mal sehen wollt. Ich habe einmal Sissy, habe ich nicht gesehen, würde ich aber gern sehen. Dann einmal Schöne Bescherung, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, muss ich auch nicht unbedingt gesehen haben. Ich weiß nicht, interessiert mich nicht. Genauso wie Die Geister, die ich rief, ist auch nicht so mein Ding. Muss ich auch nicht gesehen haben. Als nächstes Das Wunder von Manhattan will ich unbedingt mal anschauen. Vielleicht gibt es die Gelegenheit dieses Jahr. Disney ist eine Weihnachtsgeschichte. I don't know, kenne ich nicht. Ja, habe ich auch zum ersten Mal gefühlt davon gehört dieses Jahr, als ich gegoogelt habe. Der Grinch. Dieses Monster, ich weiß nicht, das macht mich überhaupt nicht an. Ich möchte es auch irgendwie überhaupt nicht sehen. Keine Ahnung, vielleicht kommt es mal dazu, aber muss nicht unbedingt sein. Ja, Kevin allein in New York und Kevin allein zu Hause. Natürlich meine absoluten Lieblingsfilme an Weihnachten, die müssen unbedingt sein. Da freue ich mich jetzt schon, wenn die wieder kommen. Genau. Dann einmal 3 Haselnüsse. Haselnüsse für Aschenbrödel. Dieser Filmname, der macht mich sowas von gar nicht an, dass ich den auch nicht unbedingt anschauen muss. Also keine Ahnung, nee. Kennt ihr den? Und als letztes der Polarexpress. Den würde ich auf jeden Fall sehr gerne mal sehen und vielleicht ergibt sich das dieses Jahr an Weihnachten auch. Genau. Ja, welcher ist euer Lieblingsfilm? Wie gesagt, ich kenne nur 2. Das sind meine absoluten Lieblingsfilme und werde mich an diesem Weihnachten mal ransetzen, dass ich mal Polarexpress und vielleicht Das Wunder von Manhattan anschaue. Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder.